solche Leute wie du verstehen die Ziele des großartigen Team Galactic einfach nicht. Gut, ehrlich gesagt, ich auch nicht. Ohne zu hinterfragen, alle Aufträge ausführen, das ist unsere Aufgabe. Alles für die neue Welt, die unser Boss erschaffen wird. Logo? Ja, wie gesagt, heute machen wir noch fertig jetzt. Galaktikgebäude. Kadabra. Du wirst wahrscheinlich einen Fußkick ohne Probleme wegstecken. Gut, du setzt einen Reflektor ein und dich gegen physische Attacken. Ja, das ist sowieso klar. Okay. Hier mit Ausdauer. Nee, Ausdauer ist nicht Geduld. Ja, klar. Ey, mit dem ersten dritten. Ist okay. Dann tauschen wir. Medizin raus und. Ja, los. So. Die Sache. Das wird gut, dann gehen wir mal auf den Nachtnebel. Ja, gut, Nachtnebel ist so eine Attacke wie Geowurf zum Beispiel, in Höhe der, des Levels Anminders. Also ja, so ein Schaden. Weil du hast 21 KP, 21 KP. Oh, ich darf nicht rauchen. Jetzt gehst du mir die ganze. Ach, du, ah ja, scheiße, ne? Alter, fing eine scheiß Genauigkeit. Mach weiter. Du kannst ja nicht angreifen. Du kannst ja nicht angreifen, mein Freund. Dann machen wir es halt so. Mein Gott. Feierabend. Mist wie. Ja, warum nicht? Dann kann ich jetzt den Crab hier mit Scanner mal rausnehmen. Ist sowieso meiner Meinung nach eine unnötige Attacke und nervt auch einfach. Weil wenn ich die Attacke einsetze, dann ist die Schutzschild oder sowas. Das zieht das Ganze einfach nur unnötig in die Länge. Na, der Grund kommt so nicht mehr vor. Sieht aus, wie als hätte irgendwas geschmissen. So. Okay. Haben wir ein Medizin heilen. Und dann haben wir hier oben. Oh, eine der Bosse. Was hast du denn hier verloren? Ach, was war ich überhaupt? Willst du Pokémon befreien? Hm? Wenn ich das erlauben würde. Pff, ist mir so scheißegal, ob du das irgendwie erlaubst oder nicht erlaubst. Ich krieg dich sowieso da. Dann ist das Thema sowieso gegessen. Gut, komm mal der Jupiter. Mit einem Zubat beginnt sie. Wobei ich mehr Panik habe vor ihrem zweiten, muss ich sagen. So, was haben wir hier? Level 18. Ich darf sie also angreifen mit der Konfusion. Warum? Warum eigentlich bei gegen mich immer beim ersten Mal? So, probieren wir es mit. So, geht sofort weiter. Das ist scheiße. Das ist so. Also, ich tausche aus. Das macht jetzt immer keinen Sinn, so weiter zu kämpfen. Jetzt kriegst du mein Piepren zu spüren, mein Freund. Gut, jetzt ist es eh wohl, jetzt kann ich eh nicht mehr wechseln. Ich bin wirklich froh, dass ich den Move jetzt gemacht habe, weil sonst wäre es nämlich nicht mehr möglich gewesen. Nimm die Steine hier. Da, Ende damit.
So, Skuntank, ja, das ist genau das, was ich meine. Skuntank ist so das Pokémon, wovor ich mich ein bisschen befürchtet habe. Aber. Das Pokémon ist vom Typ. Das ist Kraftflug, das ist gut. Ich sag ja, vor dem Typ habe ich ein bisschen Panik. Das war eigentlich tatsächlich sogar. Es war tatsächlich als Idee fürs Team. Aber da wir tatsächlich jetzt Krambums haben und Skuntank und nicht gibt es, geht's halt leider nicht. Aber wie gesagt, es war die Idee tatsächlich, es mit reinzunehmen. Gut, da muss ich physisch angreifen, weil der Spezialangriff gesenkt wurde. Aber ich gehe davon jetzt gerade ein bisschen dagegen. Aber ich gehe trotzdem nur physisch. Metallklaue. Metallklaue sollte eigentlich neutral sein. Ich sag ja, dieses Viech ist so ekelhaft zu spielen. Oder gegen es. Gegen es zu spielen. Oder mein Mikrofon umgefallen. Weil dieser klassische Planung des Teams mit dabei. Geh doch kaputt, Mann! Lass mich raten, du hast jetzt so einen Scheiß. Du hast jetzt gleich so einen Scheiß Supertrank getan. Das ist nicht wahr, oder? Ey, mit der letzten Attacke, das Viechchen wäre down gewesen. Nö, dann gehen wir mal daneben. Echt, jetzt ernsthaft. So, also. So, probier jetzt was aus. Jawohl, endlich, ey. Boah. Ekelhaftes Ding, ey. Ekelhaftes Ding. So, Level 16 für Medizin. Und Level 19 was für Bonita. So. Ja, ich habe hier was verzogen. So. Das kann schon zählen. Macht aber nichts. Unsere Untersuchung von der Pokémon-Shop sind ohnehin abgeschlossen. Mart hat derweil die Energie des Windkraftwerks gesammelt. Aber die Sache verhalte ich ja noch. Unser Post erforscht die alten Mythen über Pokémon. Mit der Macht der legendäre Pokémon wird er ganz zu beherrschen. Also kommt Team Galaktik nie wieder in die Quere. Klar. Das ist meine letzte Warnung. Danke dir, habe ich mein Pipi zurück. Aber dieses Team Galaktik, sie hat einfach gesagt, Pipi kommt aus dem Weltraum, also her damit. Was ist da für eine Logik? Man könnte fast meinen, sie kämpfen selbst von einer anderen Welt. Naja, jetzt sind sie jedenfalls weg. Ich danke dir vielmals. Schau doch bei Gelegenheit mal in meinem Radladen vorbei, damit ich mich anständig bei dir bedanken kann, ja? Jo, machen wir. Und wir sind sowieso durch mit der Folge heute. Die war auch durchaus lang genug. Endlich mal wieder einer der längeren Folgen, war? Die letzten Folgen sind ja immer so zwischen 12 und 15 Minuten gewesen. Die Folge ist jetzt mal ein bisschen was länger. Um die 25. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Break in der heutigen Folge. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei Let's Play Pokémon Fragment Diamant. Und dann geht es im Süden weiter und zwar an den Radweg. Wir besorgen uns das Fahrrad und dann radeln wir ein bisschen durch die Gegend. Bis dahin und auf Wiedersehen hier bei Let's Play Pokémon Fragment Diamant. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Fragment Diamant. Wir machen heute weiter. Und zwar machen wir Folgendes. Wir haben in der letzten Folge tatsächlich das Team Galaktik-Gebäude infiltriert. Beziehungsweise Team Galaktik dort aus diesem Gebäude vertrieben. Und deswegen wollen wir heute uns das Fahrrad besorgen. Und dann wollen wir ein wenig radeln gehen. Hier ist das Radladen, Radl rein, das Radladen, zuverlässig. Und ja,
Gehen wir mal rein. Gucken wir mal vorbei. Moin. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich weiß gar nicht, wie ich mich erkenntlich zeigen soll. Lass mir als Zeichen deiner Dankbarkeit wenigstens mein Fahrrad schenken. Komm mal hin mit. Okay. Meine Farbe deines Fahrrads hast du übrigens die Qual der Wahl. Für welchen entscheidest du dich? Für blau. Das blaue Fahrrad soll es sein? Eine vortreffliche Wahl. Der hat kühnes Blau erfrischt fast so sehr wie ein Wasserstrahl von Shigi. Die Farbe passt wirklich perfekt zu dir. Und ein Fahrrad erhalten. Ist das das neue Modell? Ich lese dir die Gebrauchsanweisung vor. Drücke den Mähknopf, um sich in den Gegend zu wechseln. Im ersten Gang bist du nicht so schnell. Kannst am Rad aber vielleicht da manövrieren. Im zweiten Gang fährst du schnell wie der Wind. Damit kannst du nur Hänge hinaufdüsen, die du im ersten Gang nie bewältigt hättest. Also schwing ich den Sattel und erkunde all die schönen Routen und chatte mit dem Fahrrad. So. Achso, nebenbei, ich hab's ja auch mal kurz angemerkt, dass ich euch sagen wollte noch, welches Psycho-Pokémon ich ursprünglich geplant habe. Und zwar die Star Traunfugil, bzw. Traumagil geplant als Psycho-Pokémon. Und als Kampf-Pokémon hatte ich tatsächlich Glibunkel bzw. Toxicroak geplant, also ein Gift-Kampf-Pokémon, aber das hat sich jetzt auch nicht erledigt. Deswegen muss ich ein bisschen umdenken. Ein Team steht fest auf jeden Fall nur schon. Das werde ich aber euch doch noch nicht verraten. Das braucht auch noch eine ganze Weile. Das irgendwann mal aufkommt. Das kriegen wir, wenn wir Glück haben, irgendwo erst am 5.6. Orden. Aber ein weiteres Teammitglied. Müssen wir mal gucken, was wir machen. Dieser soll kein 0-15 Pokémon werden. Das ist ganz klar. Ihr könnt ja mal ein paar Vorschläge machen, wenn ich ehrlich bin. Warum Pokémon? Also irgendwas, was passt vom Typ her. Wie gesagt, klar. Wie gesagt, mein letztes Teammitglied verrate ich euch jetzt noch nicht. So, Beutel. Ja, hier mal gucken. Könnt ihr mal vorschlagen, welches Teammitglied ich noch ins Team nehmen werde? Und welches ich vielleicht ins Team, ins Team nehmen soll? Vielleicht sind da ein paar Vorschläge, die ich mir noch nicht bewusst gemacht habe. So, registrieren. So, danke. Also, diese Sachen hier, wie ich gerade, was ich gemacht habe, gerade mit dem Registrieren, das beziehungsweise aktiviert ihr, wenn ihr die Plus-Taste auf eurem Controller von der Switch drückt und dann könnt ihr hier aussuchen, was wir brauchen. So. Und dann können wir heute tatsächlich mal den Radweg erkunden. Aber vorher ist dieser Assistent von Professor Eichstadt dabei. Hey, wir haben uns eine ganze Weile nicht gesehen. Oh, sag jetzt was, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich bin der Professor Albers Assistent, außerdem der Vater von Lucia. Ich bin eigens hergekommen, weil mich der Professor gebeten hat, dir bei deinem Abenteuer zu helfen. Also, wie viele Pokémon bist du dann schon begegnet, wenn ich fragen darf? Ach so, liebe Zeit, du hast 42 Pokémon gesehen. Fantastisch, reife Leistung. Professor Albers wird sehr erfreut sein. Hier, das ist für dich. Oh, ein Sonnenmorgen. Cool, danke. Brauchen wir zwar nicht, aber... ja. Also zumindest brauchen wir schon, klar. Gib dir dein Pokémon in Sonderbauern, fängt sofort ein Level auf. Man kann so schwächer Pokémon starke Pokémon noch stärker machen. Das also jetzt ich dir überlassen. Und ich gebe dir noch einen Tipp. Möglicherweise gehorcht dir ein per Tausch erhaltenes Pokémon, wenn sein Level zu hoch ist. Doch wenn du erstmal ein paar Orte gesammelt hast, wird das schon. Wenn du weißt, wie man die Gänge wechselt, bekommst du problemlos überall hin. Wenn du weißt, wo man die Gänge wechselt, kommst du problemlos überall hin. Aber das hat ja die andere ja schon gegenüber gesagt. Jo. So, da sind wir. Route 206. Hier muss ich gerade mal gucken, ob wir hier nochmal welche Pokémon gefangen können. Weil ich möchte euch kurz sagen, welche Pokémon wir hier fangen können. Und da noch. Route 206. Weil ich muss gucken, ich muss mal was gucken. Ich gucke. So, klar, die Gegner sind klar. Aber die
Ja, Skankapu wäre tatsächlich hier gewesen. Ponita, Skankapu, Zuba, Zepeise, Gleinstein und Bronze sind tatsächlich die zu fangenden Pokémon, die wir hier finden könnten. Also, wie gesagt, da wir ja jetzt Medici haben, beziehungsweise Kramux haben, brauche ich Skankapu leider nicht ins Team zu nehmen. Finde ich ein bisschen schade, weil es war eine gute Idee. Es wäre auch nur so die Pokémon. Ihr habt es ja gesehen, die Probleme in der letzten Folge, die das nicht haben. Hi, macht der Fahrradfahren Spaß? Ja, durchaus, klar. Warum nicht? Axel! Mit einem Staravia. So, Staravia kann für unser Medici durchaus gefährlich werden, weil. Ja, für Pokémon, natürlich, klar. Deswegen gehe ich auf Liprin. Ja, das ist das Problem, wenn wir noch kein Elektro-Pokémon besitzen im Team oder auch kein Geschäfts-Pokémon. Muss man mal gucken, wie wir es machen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Nee. Ah, es klappt schon nicht. Alles gut. Es war Idee, Stahl aus dem Team zu nehmen als Stahl-Pokémon, beziehungsweise Stahlgestein-Pokémon. Aber Empoleon ist später ein Stahl-Pokémon, deswegen will ich beides wissen. Es war nur mal gerade Gedankenspiel von meiner Seite aus. Aber ich habe das Spiel bekommen. So, Staravia ist weg. Level 17 für Medici und für die Blieprin. Und Blieprin möchte Angeberei leeren. Kann aber ganz schön mal kriegen, brauchen wir nicht. Keiner mag Angeber. Nein! Kraftwelle. Kraftwelle. Mit raus für die Ausdauer, die brauche ich sowieso nicht. Wobei mir das eben ein bisschen den Arsch gerettet hat, glaube ich. Also drei unserer vier Teammitglieder sind schon aufgestiegen.